Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Lustigerweise habe ich jetzt das Update runtergeladen und zwar Breaking Dead, was uns ein bisschen helfen soll im Spiel. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wir gehen aber mal kurz runter in die in unsere Leichenkammer. Da liegen wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Leichen und wir haben die alle übersehen. Na guck mal, da liegt eine 0% Leiche, ist natürlich scheiße. Aber naja, was soll's. Gehen wir trotzdem mal rein. So, gehen wir kurz zu ihm. Ich habe ein paar Fragen. Frage noch. Na okay, das wollen wir jetzt nicht fragen. Den Wein haben wir ja leider immer noch nicht von ihm. Aber lass uns auch hier ein bisschen was rausnehmen. So. Was noch? Blut. Und noch ein paar Knochen, genau. Wir nehmen jetzt mal alles raus und dann beerdigen wir ihn gleich und naja. Ihr kennt das Verfahren, ne? Immer das gleiche. So, mehr können wir nicht mitnehmen. Wie man sieht. Dann nehmen wir ihn jetzt mit. Zack, nehmen wir raus. Ab zum Friedhof kurz mit ihm. Unseren Friedhof müssen wir auch noch ein bisschen pimpen, ne? Habe ich immer noch nicht gemacht. Warten wir mal ab. So, pass mal auf. Grabstätte. Komm, du kannst mal. Hier hin. Bisschen schön machen wir das für dich. So, hin da. So, das liegt noch da, das macht aber nichts. Jetzt können wir hier ein bisschen was pimpen. Wo sind unsere ganzen Grabsteine hin? Haben noch so viele, wenn mich verkehrt. Ach so, sind hier unterschiedlichen Kisten drin? Nein, das wäre ja Quatsch jetzt. Oder? Wir hatten noch so viele. Ich hätte noch einige an Grabsteinen gemacht, dann haben die alle verbraucht schon. Kann nicht gut sein. Na gut, ist auch nicht so schlimm. Müssten wir doch einfach nur hier. Ja, den reparieren wir kurz mal. Sieht schon besser aus hier oben. Haben wir so ein Steinreparationsset? Haben wir glaube ich nicht, ne? Nee. Aber das können wir reparieren. Komm. Muss alles so ein bisschen schick aussehen. Nico. Okay, haben wir nicht dabei? Gut, was kriegen wir noch hin? Also wir sind jetzt bei minus 6. Hier ist natürlich noch ein bisschen was. Das muss natürlich auch alles ein bisschen funktionieren hier, ne? Können wir jetzt eigentlich mit unserer Achse eigentlich besser dran abhalten? Doch schon, oh guck mal, da ist er schon wieder. Ey ja, wir sind noch nicht so weit. War nicht so stressen, der gute Mann, ne? Plötzchen legen, zack. Also mal gucken, also wir brauchen auf jeden Fall wieder. Jetzt haben wir ja nicht, wir müssen Erz suchen auf jeden Fall. Brennstoff haben wir genug. Wir können auf ein paar Grabsteine, könnten wir auch machen. Mal einen Grabstein, füg den Grab. Lass uns einfach mal welche machen. Machen wir mal so 5 Grabsteine. Los geht's. Oder nicht? Ah, jetzt. Okay, muss er einmal außen rum. Achso, ja, wir haben keine Energie, ne? Ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist wirklich ein bisschen nervig. Wo man die Zombies jetzt herbekommt, weiß ich noch nicht. Finden wir bestimmt noch raus. Aber kann es ja auch erstmal egal sein. Es ist ja erstmal wichtig, dass wir überhaupt vorankommen. Und ob die Zombies nun da sind oder nicht. Das ist dann auch irgendwie Schnuppe, oder? Die kriegen wir auf jeden Fall. Dafür habe ich sie extra gekauft, deswegen müssen wir mal gucken, wo wir die herbekommen. So. Mal Grabstein. 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 So, den kriegen wir eh nicht mehr fertig.
Nein. Nervt. Mit dem Schlafen und diesen Energie, das so schnell weggeht. Das nervt wirklich. So, gucken gleich mal, ob eine Leiche gekommen ist, eine frische. Können wir die auch mal exhumieren? Beziehungsweise nicht exhumieren, sondern rausholen. Exhumieren können wir ja auch, kriegen wir auch eine Erlaubnis. Wenn wir eine Erlaubnis haben, können wir die exhumieren, kriegen auch noch Kohle dafür. Aber das machen wir jetzt nicht. So, wir brauchen auch noch einen Stempel von diesem Heini, um unser Fleisch verkaufen zu können. Ja, auch sehr wichtig, unser Fleisch. Gute Fleisch, was wir gezüchtet haben hier. Keine Leiche. Gut. So, pass mal auf. Hinsetzen. So, hier wieder auch ein Grabstein. Gut, für den neuen, der untere hat auch irgendwie einen, auch einen Grabstein. Das Grab habe ich auch ein bisschen blöd platziert, das gebe ich zu. Hier haben wir keinen, okay. Macht ja nichts. Können wir noch ein paar anpflanzen machen. Lassen wir hier ein bisschen Kleinholz sammeln, aber brauchen wir gar nicht mehr Kleinholz sammeln, das ist Quatsch. Machen noch so ein, zwei Grabsteine da. Wir machen auch noch ein paar Holzumrahmungen, glaube ich. Obwohl, ich könnte auch wahrscheinlich... Fertig mal kurz... Machen wir das Ding fertig? Oh, kommen auch so rum wieder hier. So, wenn er das kann, dann kannst du doch bestimmt auch... Ne, er kann wirklich nur die Dinger machen. Grabsteine. Brauchen wir nochmal zwei hier. Gut, wie das ganze Leben weg, ne? Klar. Gut, wir gehen gleich nochmal auf Tour. Und zwar müssen wir Erz, brauchen wir. Nicht nur Erz, wir brauchen auch noch ein bisschen... Oder noch? Achso, wir haben ja zwei Dinger gemacht. Also wir müssen einmal unser Schwert reparieren, beziehungsweise besser machen. Dann können wir, glaube ich, besser kämpfen und verlieren weniger Leben, Energie. Das können wir nochmal machen. Ich kann hier die Schaufel. Welche haben wir davon gemacht jetzt? Wir haben die Spitzer gemacht und die Axt, ne? Schaufel haben wir gar nicht gemacht. Können wir noch nicht machen. Denn dafür fehlt uns das hier. Was wir natürlich schnell mal machen können. So. Gucken wir nochmal kurz rein. Genau, uns fehlt die Schaufel. Die machen wir aber auch nochmal. Wenn wir schon dabei sind. Fertigen wir auch noch schnell mal ein kleines Schaufelchen an. So, wenn wir jetzt schon dabei sind, machen wir das Ding hier noch fertig. Und dann können wir auch wieder Energie tanken. So. Können wir nicht mitnehmen? Warum nicht? Achso, wir haben was mitgedient. Macht nichts. Hier abgeben. So, dann können wir das Ding einsammeln. Gut. Wie sieht es mit Nägeln aus? Können wir nicht mehr machen, dann habe ich gerade verbraucht wieder. Was wir brauchen, um hier diesen Eisen da zu schmieden, brauchen wir auf jeden Fall Eisenerz. Das können wir besorgen. Jetzt gleich. Trotzdem gehen wir kurz schlafen. Ja, schlafen tue ich viel hier, ne? Schlafen tue ich viel. Ich meine, der Typ darf sich nicht beschweren, also darf sich immer ausruhen. So, wir gehen mal ganz kurz in den Stammbaum rein hier. Und die Technologie nochmal. Theologie? Warte, So, was ist denn Theologie hier? Leichenverbrennung, Steine in der Grabstelle. Ja, die haben wir noch nicht. Dafür brauchen wir dieses blaue. Das kriegen wir wahrscheinlich erst später. Verbesserung. Beet mit Stäben. Komm, weißt du was? Mach das doch. Wir haben jetzt gerade ein bisschen genug Kohle. Dann geht. Grün brauchen wir ein bisschen mehr. 25 und dann können wir auch die Waffen machen. Das ist gut. Lass mal versuchen, mal 25 von diesen Dingern zu bekommen. Die bekommen wir ja, wenn wir sowas mit lebenden Sachen machen. Also alles, was mit... Ganz kurz, ob wir hier noch mal... Lass mal kurz hier rein. Ich fällt gerade ein, wir haben gar nicht... ausgewählt. Ausrüsten, so.
Du hast mal genug Grabsteine und noch Holzdinger, die können wir nachher alle holen. Man sieht, bleibt das alles hier drüben. Und die andere Kiste drüben zeigt ja nur die Sachen, die am Dings ist. Müssen wir nochmal sortieren, dass wir auf jeden Fall so ein bisschen besser klarkommen mit den verschiedenen Sachen, die es da so gibt. Zum Beispiel, dass wir... Oh, guck mal hier. Leben verloren hier. Macht ja nichts. Dann schaffen wir hier noch ein bisschen Erz abzubauen. Guck mal. 5-mal Erz. Hier ist auch noch Erz. Holen wir auch schnell noch. Guck mal. Da können wir das ganze Erz noch mitnehmen hier, glaube ich. Ah, wunderbar. Hier ist noch eine. Wenn ich 10-mal umsonst laufen, dann wäre das auch noch mit hier, ne? Guck mal, da oben ist auch noch Erz, nehmen wir auch noch mit. Da muss keine Viecher kommen. Nehmen wir den auch noch? Oder meinst du jetzt die Energie weg? Perfekt, so, runter. Wie man sieht, haben wir natürlich, sammeln wir viel Kraft mit den roten Ausdauerbalken. Bringt uns jetzt aber nicht so viel, denn wir wollen ja eigentlich das Grüne haben. Das heißt, wir müssen ein paar Bäume fällen noch. Aber wir können ja schon mal hier, wenn wir hier sind, Dinge schon mal reinpacken. Ne? Also, brauchen wir Hitze für. Können wir machen. Mal so. Und dann können wir noch hier locker. Oh, 10 Stück können wir auf jeden Fall machen. Leg mal los da. Wir gehen schlafen. Halt, wir packen das Erz aber hier rein. Wir gehen nochmal kurz schlafen und dann gehen wir gleich oben auf die Jagd nach Grünzeug, wollte ich sagen. Nach grünen Punkten. Langsam läuft das, ne? Es findet sich alles gerade. Das ist ganz cool. Also ich mag das, wenn das jetzt so. Es ist ein kleiner Flow, der gerade reinkommt. Für mich ganz gut. Aber man sieht, so viele, wir haben schon, glaube ich, 4 oder 5 Folgen und immer noch sind wir nicht so super weit, muss man auch zugeben. Was ist drin? Mal kochen, weil wir haben auch nichts da, was wir kochen können irgendwie, ne? Gut. Macht ja aber nichts. So. Guck mal, da sammelt er schon. Sollen wir ruhig alle machen da. Und wir fällen erstmal ein bisschen hier. Holz haben wir alles noch ein, aber noch nicht jetzt sofort. Oh, jetzt wollen wir noch ein Schmeck machen hier. Na komm. Voller Geiz, ne? Aber kriegen wir die auch schon weg, die Bäume hier? Nee. Was für eine Technologie brauchen wir, um die dicken Bäume wegzubekommen? Das würde mich mal interessieren. Holzfäller da. Große Bäume fällen. Okay, da brauchen wir aber 20 von den blauen, die wir natürlich noch nicht lange nicht haben. Also deswegen fangen wir erstmal hier weiter an. Da gibt es noch rote Sachen für. Dann gehen wir mal weiter hier hoch. Was ist ja noch hier oben noch so? Hier sind wir das Erz noch mit. Wir haben auch genug Erz gesammelt eigentlich. Jetzt können wir schon mal schön was anfangen damit. Was heißt das noch? Ich kann das nicht entfernen, okay. Gut. Halb so wild. Oh, guck mal, hier oben ist ein kleiner Gemüsegarten. Auch ein kleines Grabstein-Ding da oben. Habt ihr das gesehen? Können wir da hier hochkommen? Können wir wegmachen, da kriegen wir auf jeden Fall grüne für. Gut zu wissen, da haben wir nämlich genug Büsche von. Dann nehmen wir schon mal so einen Balken mit hier, wenn wir schon hier sind. Dann legen die gleich hier hin. Da ist immer mehr Platz hier. Okay, was können wir hier noch machen? Holzschaltbalken, Holzmarkierung, Hütengrab plus 1 zu. Markierung ist ein bisschen Quatsch, die zu machen, oder?
Nägel können wir machen. Das ist gut. Gut. Warte, hier fertig. Und wir machen mal, sammeln wir jetzt die Grünen ein, die brauchen wir. Nägel mit Köpfen machen. Gehen wir mal rein. Jetzt gut schlafen. Ich muss einmal ganz kurz schauen. Wir brauchen ja auch die Technologie, um unseren Hof vergrößern zu können. Brauchen wir auch eine andere Technologie. Die muss ich auch noch gucken, welche das war. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Aber, was noch viel cooler ist. Pass mal auf. Wir müssen jetzt nochmal hier in unsere Kiste gehen. Hier. Ja, hier. Da müssen wir ein paar Sachen mitnehmen. Also pass auf, wir packen mal das hier rein. Das rein. Das rein. Das rein. Das rein. Das rein. Das rein. So. Passt nicht mehr. Okay, dann nehmen wir das mit. Gut. Jetzt gehen wir noch zum Friedhof. Ich werde mal den Friedhof einmal pimpen, dass wir diese blöden Dings mal bekommen. Die Erneuerung oder was ich was da geben will. Oh, guck mal, das ist frische Leiche. Ach man, man hat so viel zu tun als Friedhofswärter. Kommt gar nicht so gar nichts. Du siehst müde aus, hast du auch gut geschlafen. Großartig, ich vermisse den süßen Schlummer so sehr. Ein Friedhofswärter zu sein, ist ein echter Nachschau. Alles muss man selber machen. Ich erinnere mich, dass der Wärter damals viele Gehilfen hatte. Die waren so ähnlich wie ich, nur ohne Sinn für Humor. Ah, jetzt kommen die Zombies. Einer von ihnen sollte immer noch im nördlichen Teil des Kirchenkerls an der Wand gekettet sein. Oh, eine Sache noch. Ich weiß nicht warum, aber du solltest ihn niemals freilassen. Niemals. Guck mal gleich mal. Könnte ich mitnehmen. Aber wir können trotzdem ein bisschen Autopsie noch machen, ne? Immer wieder die grünen Punkte noch. Brauchen wir auf jeden Fall. So. Das können wir mal liegen lassen. War das im nördlichen Teil des Kirchenkellers? Kommen wir ja auch nicht so leicht hin, ne? Ja, da brauchen wir ein paar Sachen, um das rauszubekommen. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. So, wir gehen jetzt mal raus. Ich mache erstmal hier diesen blöden Friedhof klar. Da. Mann, so viel muss man da tun die ganze Zeit. Überhaupt mal in die Kirche reinkommen, oder? Gut, also. Guck mal, hier ist ein Holzgrab, da machen wir auf jeden Fall. Fällen wir mal das Ding. Und setzen da einen schönen Steingrab drauf. Zack. So. Guck mal hier, du hast gar keinen Grabstein, kriegst auch einen von mir. Ach man, das gibt doch gar keine Energie für weg. Ey, das ist doch echt behämmert, oder? So, wir gehen aber schnell hier in diesen Kackkeller rein hier. Und holen die Sachen. Und wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo die Zombies sind, die uns helfen können. Sollten wir wahrscheinlich erstens machen, dass wir da einen Weg hinfinden, damit wir die auf jeden Fall ihrem Schlummerland holen können und die uns dann helfen können. Okay. So. Und dann. Mit. Kann ich nicht. Müssen wir gleich anfertigen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Noch kurz schlafen.
um diese Sache im Kirchenkeller abzustützen. Müssen wir die Zombies da ja auch finden können, oder? So sehe ich das zumindest. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es so ist. Wir werden sehen. Klar fühlt sich erfrischt. Oh, gepennt. So, warte mal. Gut. Gut, pass auf, wir müssen noch ganz kurz hier reingehen. Da braucht man nämlich auch irgendwas Holziges, ne? Holzplanken. Und noch Balken. Machen wir noch kurz fertig. Gut, wir gehen nochmal runter. Interessiert mich jetzt ein bisschen, muss ich zugeben. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen... brauchen Holzkeilen und Holzbalken, okay. Können wir die machen? Mal gucken. Erstmal gehen wir hier hin auf den Friedhof und machen da so ein paar Holzdinger rum. Aber das können wir, glaube ich, auch hinkriegen. Glaube ich. Holzbalken und Holzdings. Okay. Was ist das hier? Aber es ist immer nicht beendet. Okay. Also man kann hier immer, wie man sieht, kann man hier immer mehr reintun in so ein Grab. Ja, ganz cool. Und wir müssen so ein, auf jeden Fall so eine Steindinger auch nochmal machen. Aber könnten wir nicht auch einfach hier sagen, wir das Kreuz weg haben? Machen wir es mal weg, das Kreuz. Dann haben wir da nochmal cooles Kreuz, cooles Ding drauf. Okay, gut. Jetzt sind wir bei 4 schon. Uns fehlt eigentlich nur noch ein Punkt, bis er kommt. Und damit wir auf mehr kommen. Aber was wir erstmal machen können, ist Energietanken mal wieder. Hm. Wir müssen die Leiche auf jeden Fall gleich holen noch. Die muss nämlich auch noch beerdigt werden. Die Frage, ob man immer neue Gräber machen muss oder ob man einfach die alten Gräber nutzen kann, um da die Leichen oben drauf zu legen. Ich glaube, das geht, ne? Gut, wir brauchen auch Holzbalken, Holzkeile brauchen wir noch. Müssen wir auch dran denken. Sonst können wir das nicht abstützen. Und kommen vielleicht nicht zu unseren Zombies. So. Wo machen wir die, ist die Frage. Hier nicht. Muss ja hier vielleicht sein. Nein. Nee, wo war denn das? Wo kann man diese Holzsachen denn machen? Holzscheit? Holzmarkierung. Gucken wir mal ganz kurz hier. Noch irgendwas bauen muss für. Hölzerner Amboss. Den haben wir schon. Holzstapel. Sägeblock. Werkbank für Holz. Die brauchen wir wahrscheinlich. Und die können wir wahrscheinlich auch nicht irgendwo hinpacken, oder? Passt die doch hier unten hin. Tatsächlich. Zack. So, runter. Den mal hinsetzen. Das müsste uns ja eigentlich ganz gut behilflich sein. Weil da müssen wir auf jeden Fall diese Holzdinger machen können, oder? So sehe ich das. Eisenschmeißen. Holzplanke. Okay. Das ist jetzt nicht viel anderes als das hier, würde ich sagen, oder? Ein bisschen feiner. Eisenmeißel. Das kann ich auch alles hier machen. Wenn ich das alles da machen kann, das kann ich hier hin machen. Holzscheitbalken.
Kann ich die nicht auch hier machen? Holzplanke? Ne, kann ich nicht. Na gut. Depp, ich hab das Ding schon gebaut, ne? Ich bin so ein Idiot. Das Ding ja schon hier steht. Ich bin so ein Idiot. Oh, das ärgert mich gerade. Aber warte mal, können wir entfernen. Das war ja total dumm. Habt ihr gesehen, wie dumm ich bin? Das ärgert mich ein bisschen. Das ärgert mich wirklich ein bisschen. Aber naja. Ist jetzt nicht so. Die müssen wir nachher mal wieder wegnehmen. Echt blöd von mir. Gut. Da können wir, glaube ich, nicht so viel machen, aber... So, wir müssen ja noch diese... Die Holzbalken kriegen wir hier nicht hin. Ärgerlich. Gut. Aber das müssen wir dann irgendwie... Ach, warte mal. Müssen wir erweitern. Und zwar hier. Brennholz. Warte mal kurz. Okay, dies. Und dann haben wir das. Da können wir auf jeden Fall Holzkeile machen. Gefährt ihr am Holzhackplatz? Was? Holzkeile, da. Da lassen wir welche von machen. Gut, die haben wir. Aber wir brauchen ja auch noch was anderes, ne? Aber diese Stämme, wo kriegen wir die denn her? Na komm, das ist doch beschissen. Holzbalkenzimmer brauchen wir eine Kreissäge. Haben wir auch nicht. So 200 kriegen wir wahrscheinlich voll. Aber 10 von den blauen, die wir ja noch nicht haben, kriegen wir wahrscheinlich durch, ob es Gemüse oder Handel oder so, ich weiß es nicht. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. Trotzdem nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich renne jetzt gerade mal hier rüber und versuche mal oh, warte, ich muss die Leiche mitnehmen. Das machen wir noch schnell zusammen. Den wir mit müssen wir beerdigen. Beerdigen wir den schnell. Dafür kriegen wir noch ein bisschen Kohle nachher. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir das mal schnell machen können. So, kann ich den jetzt nicht auch irgendwie hier mit reinpacken? Hier ist gar kein Grabzaun. Na gut. So, wir machen erstmal 9. Kiste. Wir brauchen eine Grabstätte. Mit. Und zumachen. So. Gut. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Ja. Aber wir können hier, können wir ihn nicht, können wir da nicht das Ding wegnehmen? Dafür setzen wir einen Stein drauf, dann müssen wir auch auf 5 kommen, oder nicht? Guck. Hier. Holzmarkierung. Ah, okay, dafür gibt es mehr. Okay. Das ist also egal, ob es Holz oder Stein ist. Ist total Schnuppe. Na gut. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.